Dieser Wanderweg, der führt jetzt einmal wirklich komplett am Ufer entlang. Und hier scheint irgendwie ein Höhleneingang zu sein. Und es leuchtet grün. Und das hier ist kein Regen, das ist Schweiß. Ja, ich merke schon, das wird eine coole Wanderung. Guten Morgen! Morgen! Wir sind jetzt gerade unterwegs, es ist früh morgens. Naja, so früh auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben schon mittlerweile nach 7. Aber für Annika ist das früh. Definitiv. Also eigentlich lege ich jetzt noch im Bett. Und heute steht für mich etwas an, was ich schon ziemlich lange geplant habe. Ich möchte nämlich einmal rund um den Lack. Sprich See. Ich denke mal geradeaus, ne? Wir wohnen ja so 10 Kilometer von einem relativ großen See entfernt. Und es gibt eine schöne Rundwandertour rund um diesen See. Der Rundwanderweg hat, man findet unterschiedliche Zahlen dazu. Ich habe 32 Kilometer gefunden, ich habe aber auch 40 Kilometer gefunden. Ich begleite Julian aber nur die ersten Kilometer mit Baina zusammen. Danach drehen wir wieder um und dann machen wir uns nochmal einen Kaffee und gehen aufs Sofa. Die Tour mache ich nämlich alleine. So, wir sind jetzt ein gutes Stück mitgelaufen. Wir drehen jetzt wieder um. Euch eine gute Tour. Ich bin ab jetzt alleine unterwegs. Eigentlich war heute Sonne pur, 24 Grad gemeldet und es regnet einfach mal die ganze Zeit. Und dieser Wanderweg, der führt jetzt einmal wirklich komplett am Ufer entlang. Und wenn ich da bei diesen Klippen bin, dann habe ich es fast geschafft. Dann habe ich 80-90% von der ganzen Strecke hinter mir. Und so sieht der Weg übrigens dahin aus. Das ist also schon ziemlich grober Wanderweg, sage ich mal, ordentlich Höhenmeter und das wird mich ganz schön fordern. Oh, was ist das denn hier? Alles voller Frösche, sind die süß. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber der ganze Boden war voller winziger Frösche. Hier noch mehr, überall, ist ja Wahnsinn. Krass, der ganze Boden voll, muss man aufpassen, dass man nicht drauf tritt. Alter! Oh, und ich dachte erst, das wären Spinnen. Spinnen wären schrecklich, Frösche sind in Ordnung. Ah, Mann, es ist alles so feucht gerade. Mein Gott. Scheiße. Ich bin jetzt gerade hier an der Staumauer und diese Mauer ist auch der Grund, warum der Ort hier nebenan Mur de Bretagne heißt. Mur heißt nämlich Mauer und der Name kommt eben genau von dieser Staumauer hier an dem See. Das Ganze ist nämlich kein natürlicher See, sondern ein Stausee. Das Coole ist hier, man findet überall am Wegesrand noch so alte Reste von Bauwerken oder einfach nur Mauern und sowas. Und hier scheint irgendwie ein Höhleneingang zu sein. Und es leuchtet grün. Es leuchtet grün in dieser Höhle. Hä? Was ist das denn? Ja. Mysteriös, würde ich sagen. Mysteriös. Coole Gegend hier. Hat einfach was, hat was Mystisches, was Geheimnisvolles. Und immer wieder dieser Ausblick auf den See. Ja, ich merke schon, das wird eine coole Wanderung. Und das hier ist kein Regen, das ist Schweiß. Ich mache jetzt gleich erstmal eine Frühstückspause. Das ist nämlich schon echt super anstrengend hier. Es geht die ganze Zeit nur so hoch. Pause. Ich bin gerade einem Läufer begegnet. Ich bin jetzt hier bestimmt seit, weiß nicht, 5 Kilometern unterwegs und es war jetzt der erste menschliche Kontakt. Total geil hier, total ruhig, total einsam, herrlich. Und der See spiegelt den Himmel so unglaublich, dass man kaum unterscheiden kann, was eigentlich Spiegelbild und was Realität ist. Gerade dieser Ast da vorne, es geht einfach in eins über.
Einen ähnlichen Anblick musste wohl auch Henry David Thoreau gehabt haben. Von dem habe ich schon ein paar Bücher gelesen. Und der hat alleine in so einer Waldhütte, ich glaube für ein Jahr lang gelebt, direkt am Waldensee. Und der hat eben diesen Waldensee auch als spiegelglatt beschrieben. Wahrscheinlich eben ähnlich wie dieser See heute Morgen. So, ich bleibe gar nicht lange hier. Für mich geht's weiter. Ich habe ja noch ein paar Kilometer vor mir. Scherz, so steil war es gar nicht. Boah, ich weiß echt nicht, ob man es sieht auf Kamera, ne? Aber hier ist alles voller Frösche. Alter, Wahnsinn. Oh. Eine verirrte Boje. Ist jetzt eine Christbaumkugel. Ey, es hört nicht auf mit spannenden Sachen hier. Schaut euch das mal an. Ein verlassenes, versunkenes Bötchen. Boot wäre übertrieben. Es ist ein Bötchen. Aber cool. Die Schilder sehe ich immer gerne. Da weiß ich nämlich, ich bin auf dem richtigen Weg. Noch so ein verlassenes, aber noch nicht versunkenes Boot. Bötchen. Ich habe gerade eben ein Schild passiert, wo drauf stand, bis zur Staumauer sind es 4,8 Kilometer. Das heißt, ich habe jetzt den gesamten vielleicht gerade mal 7, 8 Kilometer. Und wenn das wirklich 40 Kilometer sein sollten, Alter, dann habe ich noch einiges vor mir. Boah, es ist so herrlich, hier lang zu wandern. Vor allem hier ist so gute Luft und noch ein richtig schöner, geordneter Wald. Also nicht von Menschenhand geordnet, sondern so eine natürliche Ordnung einfach. Und das merkt man. Das hat eine besondere Qualität. Ich bin ja gar nicht so der extreme Wanderer, der irgendwie jede Woche auf Wanderschaft geht. Aber ich habe einmal in Deutschland eine Wanderung gemacht. Auch so um die 30 Kilometer, aber das sah ganz anders aus. Eigentlich sollte es auch durch den Wald gehen, aber es war alles abgeholzt, alles brach, nur toter Wald. Kommt halt von diesen Fichtenmonokulturen und das war einfach ein Bild. Da wolltest du nicht sein. Deswegen weiß ich diesen Wald hier überall, das komplette Ufer, begrünt. Wunderbarer Wald, das weiß ich wirklich zu schätzen. Und immer wieder so durchzogen von Felsen, wie jetzt gerade hier, wo ich drauf sitze. Das ist ein Bild mit diesem Farn, ich liebe das. Einfach eine unglaubliche Vielfalt auch an Pflanzen, an Bäumen. Einfach schön, aber weiter geht's. Richtig witzig, ich habe gerade mit einem Franzosen hier gesprochen, hatte eine kleine Unterhaltung. Der hat mir noch ein paar Tipps gegeben, wo man schöne Fotos machen kann. Und dann meinte der so, ja, es gibt einen Rundwanderweg hier rund um den See. Kann man in 2 oder 3 Tagen wandern? Dann habe ich gesagt, ja, ich mache genau diese Tour rund um den See. Aber in einem Tag. Guckt er mich an, oh, c'est difficile, sagt er nur. C'est difficile. Mais c'est possible, habe ich geantwortet. Nein, das Ganze ist wirklich eine Wanderung, die eigentlich auf 2 Tage empfohlen wird. Aber ich weiß, dass man die auch in einem Tag wandern kann. Und ich bin sportlich ja auch relativ fit, auch wenn ich jetzt nicht regelmäßig wandern gehe. Und wie sagen wir immer, das wird schon. Ja, vielleicht erkennst du der eine oder andere wieder hier. Wir waren genau hier vor einiger Zeit schon. Da sind wir nur ein Stück hier am See entlang gegangen und sind dann letztendlich hier diesen Weg hier hochgegangen, da im Hintergrund. Und dann haben wir nämlich da oben geschlafen. Ja, das war auch schon ein cooles Abenteuer. Und jetzt bin ich gerade mitten im nächsten. Denkt immer dran, wenn ihr diese Aufnahmen seht, wo die Leute von der Kamera weggehen. Es gibt immer einen Idioten, der zurückkommen muss, um die Kamera zu holen. In diesem Fall ich. Puh. Die Wanderung ist ja an sich schon ziemlich anspruchsvoll, aber dass die Steine jetzt und die Wurzeln, die hier so über den Weg wachsen, jetzt auch noch nass sind, macht es nicht einfacher und auch nicht sicherer. Ich muss ganz schön aufpassen, dass ich nicht abrutsche hier. Jo. Aber ich bleib dabei. Super herrlicher Wanderweg. Musik.
Voll cool, hier sind am Wegesrand überall so kleine Plateaus, wo eine schöne Feuerstelle ist. Ich glaube, hier kann man sich abends oder nachts auch richtig gemütlich machen. Ich mache erstmal eine Pause. Hört ihr das? Da vorne habe ich gesehen, dass da ein Steinbruch ist oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall wird da irgendwie was abgebaut. Das ist das Einzige, was diese Naturidylle hier stört. Aber irgendwo muss das Baumaterial ja herkommen. Es wächst ja nicht an Bäumen. Achso, und was ich den Franzosen vorhin gefragt habe, wo ich doch gerade die Gelegenheit hatte, wie eigentlich der Name dieses Sees ist. Weil wir waren uns lange nicht sicher, wie spricht man den eigentlich aus? Lac de Gourledon? Lac de Gerledon? Lac de Gerledon? Und auch die Engländer, die wussten es auch nicht so richtig. Deswegen habe ich jetzt einfach mal einen Franzosen gefragt. Und der hat gesagt, das heißt Lac de... Wie heißt es denn jetzt? Lac de Gerledon. Wie la guerre, der Krieg. Lac de Gerledon. Ja, manchmal ist es am besten, man fragt die Franzosen. Da führt jetzt so eine ganz schmale, kleine Brücke über den... über den an dieser Stelle sehr, sehr schmalen See. Da gehen wir doch mal drüber. Alter, fühle ich mich unwohl, hier drüber zu gehen. Aber das ist der offizielle Weg. Dann muss es ja wohl halten. Boah, unangenehm, unangenehm. Aber soll ich euch was sagen? Ich habe schon die Hälfte. Und soll ich euch noch was sagen? Es ist gerade mal 10 vor 12. Ich bin da gestartet. Hier rum. Und bin jetzt da. Muss quasi nur noch hier oben wieder zurück. Also wer nach einer coolen Wanderroute in der Bretagne sucht, einmal um den Lac de Gerledon. Ich merke allerdings auch, dass es mich langsam körperlich richtig fordert. Und ich weiß, was mir noch bevorsteht. Da kommt nämlich noch so ein richtig langer Treppenabschnitt. Und hier geht es jetzt auch gerade wieder gut bergauf. Ich weiß aber auch, dass mir noch ein paar schöne Aussichtspunkte bevorstehen. Und da freue ich mich auch drauf. Hier sieht man, glaube ich, wieder ganz gut, dass Nadelwald hier einfach nicht so gut funktioniert. Hier ist mal ausnahmsweise ein Stückchen Nadelwald und hier sind ganz viele tote Bäume. Es ist hier einfach nicht die Umgebung für Nadelbäume. Peter Wohlleben erklärt ja immer wieder, dass die Nadelbäume hier eigentlich nichts zu suchen haben. Von sich aus würde nämlich hier immer Laubwald wachsen, Buchenwälder, Eichen, Eschen, sowas alles. Aber eben keine Fichten und vor allem eben nicht in Monokulturen. Hier bin ich schon wieder an so einem coolen Fireplace. Ja, hat immer wieder richtige Campingstimmung hier am See. Würde mich nicht wundern, wenn mir gleich so ein paar Pfadfinder entgegenkommen. Ob Julian wirklich noch ein paar Pfadfindern begegnet, das seht ihr in Teil 2, denn hier ist Teil 1 vorbei. Ich hoffe, euch hat das Video genauso gut gefallen wie mir die tatsächliche Wanderung. Mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen. Damit würde ich sagen, wir sehen uns in Teil 2 wieder und wir sagen au revoir. Et à bientôt.